So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Pokémon Challenge. Heute stellen wir uns die Frage, kann ich nur mit Turtok Pokémon Blau abschließen? Im Grunde können wir uns die Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten. Trotzdem vorsichtshalber mache ich dieses Video, um auch zu schauen, wie schnell wir damit sind. Genau, den Rivalen haben wir schon mal relativ easy erledigt. Weiter geht es mit Rocco, ja, zwei Aquaknarren und GG. Genau, ansonsten die normalen altbekannten Regeln wie immer. Ich darf in den Kämpfen keine Items benutzen und nur Turtok darf in den Kämpfen sein. Was natürlich mal passieren kann, wenn man down geht, dass dann alle anderen Pokémon, die ich dabei habe, meistens durch VM, tauchen dann auf, aber gehen dann meistens relativ easy drauf. Was ja logisch ist. Ansonsten, ja, wir haben Misty schon mal besiegt, somit haben wir Blubstrahl dabei. Genau. Und jetzt gegen den nächsten Rivalen, der überhaupt keine Probleme bereitet. Turtok ist sehr, sehr stark. Das merkt man auch in diesem Run. Ja, gut, im Grunde, ja, kann man nicht viel sagen, ne? Ist halt relativ eindeutig. So, Major Bob war auch kein Problem. Jetzt als nächstes zu Vanni. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also Turtok ist ein sehr, sehr starkes Pokémon. Dazu habe ich auch nochmal die Information, wie ich es besser machen könnte. Durch Shilock und Shigi. Ne? Und dadurch habe ich halt die Fehler alle behoben bzw. besser gemacht. Und zwar habe ich Turtok keine Stärke beigebracht, sondern mit Biss. Und man sieht, Biss zieht deutlich mehr. Das sehen wir dann später auch bei den Top 4. Natürlich jetzt nicht überwältigend viel, aber es ist einfach viel besser als Stärke. So, auf jeden Fall rennen wir relativ easy durch die ganzen Trainer und Arenaleiter und den Rivalen. Unter anderem halt Eisstrahl auch. Hatte ich jetzt eigentlich nur für Erika gehabt, aber gemerkt, dass halt bei den meisten Kämpfen Eisstrahl sehr, sehr gut ist und uns ziemlich gut hilft. Ja, hier habe ich natürlich dann wiederum nicht den Cut gesetzt, weil es ist im Grunde, es ist nur der Trainer, den besiege ich mit drei Attacken und dann haben wir schon Giovanni. Deswegen, da sehe ich dann nicht so viel Sinn, keine Ahnung, 20 Sekunden wegzukarten. Ja. Naja, Giovanni. Ebenfalls kein Problem. Klar, wir sind auch, haben durch die ganzen Kämpfe deutlich viel Erfahrung bekommen, dadurch hohen Level erreicht, dass wir hier relativ easy durchrennen können. Ich habe es ja bei Shilock auch schon gesagt, dass die Kämpfe wirklich nur spannend werden gegen Ende bei der Top 4, weil da kann es halt mal vorkommen, dass es schwieriger wird. Ne? Aber hier momentan gar keine Probleme. Ja gut, ich meine, Pyro und Giovanni sind für ein Wasser-Pokémon gar keine Probleme. So, ne? Weil wir halt einfach den Typenvorteil haben. So, mit Level 70 geht's dann zu dem letzten Rivalen. Kampf vor der Top 4. Den habe ich jetzt hier auch in 1 gemacht. Ich hatte natürlich auch immer so die Angst, ob Bisaflor mich noch überraschenderweise besiegen kann. Aber also im Gesamtbereich war das nie der Fall gewesen. Auch hier jetzt kein Problem. Jetzt kommt als nächstes Lorelei. Von den Top 4.
Natürlich schon ein schwieriger Kampf, Wasser gegen Wasser, aber Schaufler als auch Biss sind sehr, sehr starke Attacken, man sieht es halt. Gut, Lamus, das war jetzt ein Volltreffer, das kann, man kann jetzt auch sagen, oh, du hast ja auch Volltreffer bekommen, dass man dadurch das jeweilige Glück bekommen hat, aber ja gut, hier habe ich sehr viel Glück bekommen, dass die Verwirrung nicht durchgekommen ist. Ne, Body Slam, Paralyse, das ist natürlich sauschlimm. Natürlich jetzt nochmal kurz geheilt. Hier habe ich alles uncut gelassen, um mal zu zeigen, was ich dann halt zwischen den Kämpfen mache. Ist ja logisch, dass ich eine Top-Genesung benutze, damit Turtok wieder fit für den nächsten Kampf ist. Bruno ist absolut gar kein Problem. Ja. Agathe könnte ein Problem sein, aber wir haben Schaufler extra dafür und ja, das wirkte ziemlich gut, weil Agathe auch nicht ausgewechselt hat zu Golbat. Das wäre natürlich so der Punkt gewesen, der passiert hätte können. Hat sie aber nicht gemacht, im Sinne habe ich alle Pokémon von ihr gerunhittet. Als nächstes käme dann der gute Siegfried dran. Ja, da habe ich nochmal gecheckt, also vorher natürlich erstmal gespeichert. Und nochmal gecheckt, habe ich genug Eisstrahl zur Verfügung und halt auch Attacken für Gyarados. Man kennt es ja, Gyarados, ein extrem nerviges und vor allem starkes Pokémon, das uns hier sehr oft leider antrifft. Der Rivale hat einen und natürlich auch Siegfried. Aber mit Biss war es kein Problem und Eisstrahl cleart halt seine anderen Pokémon alle weg. So, als nächstes speichere ich noch einmal ab. Und benutze dann Etta, um meine jeweiligen Attacken aufzufüllen. Blubstrahl, Biss. Und das war's eigentlich. Genau, zuerst dachte ich, Eisstrahl habe ich noch aufgefüllt, genau. So, gespeichert habe ich jetzt nicht, falls das doch ein Fehler gewesen ist, dass ich die Ettas halt nicht verschwendet habe. So, ich habe mich natürlich nicht geheilt. Hätte ich vielleicht machen können, wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Hier bin ich auf Schaufler gegangen, was irgendwie dämlich war. Ich meine, das macht jetzt keinen großen Unterschied. Gyarados haut uns einen Drachenwut und Hyperstrahl rein. Arcani ist ein Witz, weil es nur Silberblick macht. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, was macht Pisaflor? Ein Megasauger kann uns nicht erledigen und der zweite Eisstrahl erledigt es. Und somit haben wir erfolgreich mit Turtok die Pokémon-Liga geschafft. Und dann schauen wir doch mal, wie gut wir mit Turtok sind. Und 9 Stunden und 21 Minuten haben wir mit Turtok geschafft. Damit ist Turtok aktuell auf Platz 3 und hat Glurak verdrängt, das auf 9 Stunden und 51 Minuten gegangen ist. Sehr, sehr interessant, dass Turtok deutlich besser durchgekommen ist als Glurak, aber immerhin noch langsamer als Bisaflor, was aktuell immer noch der Spitzenreiter ist mit 8 Stunden und 52 Minuten und Glumander halt mit 8 Stunden und 57 Minuten. Wohlgemerkt nur die Spielzeit Spiels halt, ne? In der Echtzeit bin ich natürlich schneller gewesen, so, ne? Weil ich ja mit einer erhöhten Geschwindigkeit gespielt habe, so als Information, ne? Ja, somit haben wir Turtok erreicht, besiegt, geschafft. Und jetzt stellen wir uns nächste Woche die Frage, kann ich mit Raupi Pokémon Blau durchspielen? Und ich kann es euch schon verraten, es war ein Albtraum. Aber das sehen wir Sonntag. Das war's, meine Freunde. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Haut rein und ciao!